Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und wie ihr wisst, bin ich großer Fan der Kniebeuge. Aber heute zeige ich euch, wie man die Beinpresse optimal für sich nutzt. Die Beinpresse ist und bleibt eine super Maschine, wenn ihr eure Oberschenkel maximal stimulieren und trainieren wollt. Auch wenn es eigentlich Sport im Liegen ist, die Beinpresse ist und bleibt eine super Maschine, um eure Oberschenkel optimal zu trainieren. Im Prinzip ist es ganz simpel, wir müssen aber ein paar Dinge auf jeden Fall beachten, damit wir heile bleiben und unsere Muskulatur natürlich auch optimal trainieren. Ich habe mich schon in die Beinpresse reingesetzt, gleich geht's los. Eine Sache vorneweg, achtet bitte darauf, dass ihr das richtige Schuhwerk tragt. Also möglichst keine zu weiche, gefederte Sohle. Ich habe jetzt Schuhe an, aber wartet mal, ich ziehe die jetzt mal aus. Achtung, ganz wichtig, pass auf. Zeig mal hier. Es müssen unterschiedliche Socken sein. Das ist jetzt der neueste Schrei, grau und schwarz kombinieren. Wow. Okay, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, wenn ihr die Füße weiter oben stellt und relativ breit, habt ihr meistens irgendwie mehr Kraft und irgendwie fällt euch die Übung leichter. Das stimmt sogar, denn wenn wir die Füße weit außen und weit oben stellen, haben wir primär den hinteren Anteil beteiligt, sprich die Beinbizeps und den Hintern. Und unsere Hebelbedingungen sind somit wesentlich leichter. Je weiter wir nach unten marschieren mit den Füßen, desto schwieriger wird das Ganze. Ihr werdet öfter feststellen, dass eure Hacken leicht hochkommen. Warum kommen die hoch? Weil bei den meisten von euch die Sprunggelenke zu verkürzt sind. Ich zeige euch das jetzt mal. Ihr geht mit dem Gewicht runter und bei den meisten kommt hier schon kommen die Fersen hoch. Ne? Da werdet ihr total instabil, davon will ich euch abraten. Also, die Hacken ran. Geht mal bitte nur so weit, wie ihr in der Lage seid, die Füße komplett auf der Plattform zu lassen. Und dann kommt ihr wieder hoch. Noch ein Tipp. Achtet darauf, dass ihr die Knie nach außen ausrichtet und mit einem breiten Stand sicher geht, dass eure Hüfte auch in der richtigen Position ist. Die meisten von euch werden mit einem breiten Stand am besten und am tiefsten kommen. Denn, wie ihr wisst, je tiefer, desto mehr Muskulatur ist involviert, weil die Bewegung insgesamt einfach auch größer wird, ja? Und wieder hoch. Wenn ihr mehr den vorderen Anteil des Oberschenkels arbeiten wollt und dazu in der Lage seid, dann geht ihr mit den Füßen weit runter. Aber das erfordert, wie gesagt, auch wirklich hohe Beweglichkeit im Sprunggelenk. Also geht dann wirklich nur so weit, wie ihr in der Lage seid, die Hacken dran zu lassen. Ich sag's nochmal, das ist ganz wichtig, das machen ganz viele falsch. Wenn ihr mehr die hinteren Teile der Muskulatur arbeiten wollt, ja, dann bleibt ihr hier oben stehen, mit den Knie auseinander. Auch hier könnt ihr schön tief gehen. Für die Ladies, da habt ihr ein bisschen mehr Booty mit dabei. Punkt Nummer 3, auf den ihr unbedingt achten müsst, denn auch da sehe ich häufig, dass es viele falsch machen. Ihr geht schon mal, macht es richtig, ihr geht tief runter. Und jetzt filme mit auf meinen Hintern. Bei den meisten, die tief runter wollen, kommt irgendwann der Hintern hoch. Ich übertreibe jetzt mal. Die kommen hier mit dem Arsch hoch und drücken dann wieder das Gewicht hoch. Wenn das passiert und ihr merkt, ihr wölbt euren unteren Rücken, dann läuft auf jeden Fall was falsch. Okay? Dann geht bitte nicht ganz so tief. Also haltet euch mit den Händen fest am Griff. Ich nehme manchmal hier den Sitz, da halte ich mich fest. Das hängt natürlich auch von der Beinpresse ab, in der ihr euch befindet. In der McFit Beinpresse, die von Gym 80, die geht optimal. Da könnt ihr euch hier richtig schön am Sitz festhalten. Ja, ihr geht nur so tief, wie ihr in der Lage seid, euer Becken in der richtigen Position auszurichten und den Rücken gerade zu lassen. Und dann kommt ihr wieder hoch. Das nächste Thema ist das Knie ganz durchstrecken. Bei der Kniebeuge würde ich das empfehlen, bei der Beinpresse jedoch nicht. Also ein ganz leichtes Gebeugtlassen der Knie ist legitim, so bleibt die Muskulatur auch besser unter Spannung. Ne? Zack, leicht gebeugt lassen, nicht ganz strecken. Bis hierhin reicht völlig aus. Runter. Und den Kopf übrigens, den Kopf. Viele heben den an, haben wir hier weit vorne. Die würde ich in neutrale Position legen. Wenn ihr ein Kissen habt, hier, wenn ihr den Kopf ablegen könnt, dann lasst ihn hier liegen. Also nicht hier in einer neutralen Position den Kopf halten. Ein weiterer Punkt ist die Atmung. Achtet mal darauf, dass wenn ihr runtergeht,
Ihr tief in den Bauch einatmet. Der sieht ja ein bisschen dicker aus, das ist aber gar nicht schlimm, weil so seid ihr richtig stabil im Rumpf. Und wieder ausatmend. Langsam runter, Knie raus, am Körper vorbei und raus. Das ist optimal. Dann seid ihr hier richtig schön stabil im Rumpf. Von einer Sache muss ich euch jedoch abraten, und zwar ist das der sehr enge Stand, ja? Achtung, ihr könnt natürlich, wenn ihr eng steht, nicht ganz so tief gehen, wie wenn ihr breit steht. Denn jede Hüfte ist auch unterschiedlich gebaut, aber nur die wenigsten können tatsächlich mit dem engen Stand richtig tief runtergehen. Bei den meisten sperrt dann die Hüfte, also die knöcherne Strukturen der Hüfte. Okay, also wenn ihr wirklich so eng stehen wollt, dann bitte geht nicht so tief runter und versucht ihn unter Dauerspannung zu lassen. Okay? Aber tendenziell würde ich eher davon abraten. Eine Sache am Rande noch. Habt ihr schon mal gesehen, dass viele immer darauf achten, die Gewichte gleichmäßig auf beiden Seiten zu verteilen? Es ist nicht unbedingt notwendig. Nur wenn ihr natürlich eine bilaterale, voneinander unabhängige Seitenbeinpresse habt. In dem Fall ist es völlig egal. Ich kann auch hier die Seite vollladen und die andere nicht. Aber das neueste Tipp nebenbei. Ansonsten muss ich hinzufügen, ich sehe viele, die glauben, sie müssen Weltmeister im Beinpressen werden. Das ist nicht der Fall. Ihr versucht, eure Muskulatur optimal zu belasten. Oben nicht so viel Pause zu machen, immer gleichmäßig Bewegung zu machen. Nicht zu schnell runter, sondern schön 2, 3, vielleicht sogar 4 Sekunden auf dem Weg nach unten Zeit nehmen, um die Muskulatur auch wirklich zu trainieren. Ich denke, ich habe alles gesagt, was gesagt werden muss. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten verlinke ich hier nochmal 2 Videos zu ähnlichen Themen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, euer Johannes.